Aha, Mark, ich habe schon auf dich gewartet. Willst du die ein wenig gute Nachricht? Willst du die ein wenig gute, gute oder die schlechte Nachricht zuerst hören? Was ist denn ein wenig gute Nachricht? Gut. Die ein wenig gute Nachricht. Ich habe ein paar Informationen über deine Gegner aus der zweiten Runde. Die Farm Junior High. Sie befindet sich mitten im Nirgendwo, oben in den Bergen. Sie spielen derart gut zusammen, dass ihre Verteidigung auch als die Endlosmauer bekannt geworden ist. Ganz richtig. Sie ist tatsächlich so perfekt. In ihrem Spiel in der Runde 1 haben sie durch eine Endlosmauer nicht einen Gegentreffer kassiert. Und was bitte war jetzt das Gute an dieser Neuigkeit? Kommen wir zur schlechten Nachricht. Die Mannschaft, die die Academy vernichtet geschlagen hat, ist die Zeus Junior High. Zeus? Ja, der Zeitungsclub hat auf Hochtouren recherchiert, um alles über sie herauszufinden. Über ihre Spielergebnisse und die Werdegänge ihrer Spieler. Irgendwie konnten wir absolut nichts herausfinden. Gar nichts? Wie kann das sein? Ist ja wohl eher unwahrscheinlich, dass sie von diesem Turnier noch gar nicht existiert haben. Vielleicht hält jemand mit Absicht ihre Daten geheim. Und wer könnte diesem jemand sein? Es ist nicht bekannt, wer die Zeus Junior High für das Turnier angemeldet hat. Wir haben also keine Ahnung, wer sie sind und woher sie kommen. Das ist ein echtes Rätsel. Ah! Zerbrecht euch nicht den Kopf über die Zeus Junior High. Nun ja, wir müssen zunächst die Farm Junior High schlagen. Ich werde sehen, was ich über die Zeus Junior High herausfinden kann. Also arbeitet alle an einer Methode, diese Endlosmauer zu durchbrechen. Du bist ja lustig. Durch eine Niederlage gegen Zeus ist Sharp im Krankenhaus gelandet. Schon möglich. Wir müssen unser Bestes geben. Zuerst muss die Farm Junior High besiegt werden. Dann mal los. Höchste Zeit für eine weitere Trainingseinheit. Geh zum Platz, um zu trainieren. Die Farm Junior High. Die haben immer ausgefallene Namen für die ganzen Mannschaften. Oh, Herrschaften, das nenne ich perfektes Timing. Ihr wisst nicht zufällig, wo sich Nelly befindet? Sie sind doch der Sekretär der Raymonds. Ich habe Nelly heute noch nicht gesehen. Was ist da los? Nun, junger Mann, genau genommen habe ich diese Notiz in der Tasche von Herrn Raymond gefunden. Raymonds Notiz erhalten. Was mag wohl drin stehen? Okay, nanu, was ist denn das? Meine Tochter hat alle Beweise? Alle Beweise? Was meint ihr nur damit? Keine Ahnung, ich dachte, Nelly würde schon wissen, was das bedeutet. Aber sie ist, seitdem sie das Krankenhaus verlassen hat, nicht daheim angekommen. Ich muss zurück zum Krankenhaus, um nach Herrn Raymond zu sehen. Herrschaften, bitte, könntet ihr dafür sorgen, dass Nelly diese Nachricht erhält? Ich schulde euch was. Alle Beweise? Das muss doch etwas zu bedeuten haben. Sieht so aus, als wäre sie noch nicht von der Schule heimgekommen. Wie auch immer, wir könnten in Nellys Büro mit unserer Suche anfangen. Dort finden wir vielleicht einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort. Geh in Nellys Büro. Das ist eine gute Frage. Wo ist das Büro von Nelly?
auf jeden Fall im Gebäude. Aber wo? Okay, nach oben. Falscher Knopf. Weiter nach oben. Okay, hier. Auf der Seite. Hier ist sie wohl auch nicht. Wo könnte sie nur abgeblieben sein? Such die Nelly? Ja, allerdings. Und nach Hinweisen, die uns helfen könnten, sie zu finden. Hast du vielleicht einen Tipp für uns? Vor langer Zeit hat Nelly mal etwas verraten. Sie sagte, ihr Lieblingsort in dieser Stadt sei der Turm. Der Turm? Wer hätte gedacht, dass sie auch gerne dorthin geht? Mit dem Turm verbindet sie wohl eine Menge Erinnerungen. Herr Raymond hat Nelly und ihre Mutter oft dorthin mitgenommen, um den Sonnenuntergang anzusehen. Das war, als ihre Mutter noch lebte. Du glaubst also, dass sie jetzt gerade dort ist? Mark, bitte such Nelly. Ich mag es nicht, wenn andere sie in einem schwachen Moment sehen. Aber bei dir? Warum ich? Wer weiß das schon. Aber es ist auch wenig sinnvoll, ziellos herumzulaufen. Gehen wir zum Turm. Alle sind beim Turm. Ist der Turm so ein Treffpunkt für alles Mögliche? Achso, jetzt geht hier runter. Wir waren ja im zweiten Stock. Habe ich ja ganz vergessen. Dann zum Turm. Gut, von mir aus. Was wollt ihr denn? Schieß am Tor. Dann machen wir den kurz. So. Machen wir das zack. Hau rein. Was? Härteblock? Okay, ich wusste gar nicht, dass die Spezialattacken einsetzen können. Interessant zu wissen. Durchsetzen. Zack. Was war das denn jetzt? Ich versuche es einfach nochmal. Und diesmal wieder mit dem Raketenschlag. Alter! Was geht denn hier ab? So, wann sind die Loser denn so gut? Von hier aus. Jetzt kommt der Geisterschuss. Wenn es nicht anders geht, dann halt so. Normalerweise müsste voll drin sein. Aber das ist ja die Logik in diesem Spiel. Tja. Du wolltest dich mit mir anlegen. Das war wohl nicht die Stammspieler. Neue Level. Multidribbling kann endlich. Nächsten. Also sind die jetzt stärker, die Gegner, die jetzt auf uns, die hier wir treffen werden. Interessant. Oh, komm schon. Hier schon wieder. Gut. Die gleiche Taktik wie eben. Sollte ja hinhauen. Los. Der Geisterschuss. Also wenn er jetzt den Härteblock, würde ich sagen. Manchmal gewinnen die, manchmal nicht. Das ist echt komisch. So. Oh ja, gibt mir Erfahrungspunkte, definitiv. Interessant, das verändert sich sogar im Laufe des Spiels. Schon, was wollt ihr denn jetzt? Ach, Server wieder.
andersrum. Och, das wäre jetzt so schön gewesen. Wolli, gucken. Server kann auf jeden Fall Kraft finden. Aber wird das... Okay. Tornado finden, kann auch. Okay, das wird hier tatsächlich ein bisschen anspruchsvoller. Und Excel hat den Ball. Sehr schön. Passt mal. Ersetzen wir natürlich den Feuervogel, ist klar. Ein bisschen unlogisch. Bei so einer Sache hier. Das ist doch unfair. So, wann können die denn jetzt alles? Nee. Wir werden hier gerade ausgespielt. Tackling. Oh. Himmelshand. Geisterschuss. Oh, jetzt können die sogar Spezialattacken. Das müsste er halten. Jawoll. Es gibt nur einen Waren, der den Geisterschuss kann. Und das ist er. Und zwar Talisman. Bam! Der einzig wahre, der den Geisterschuss kann. Boah, 0-0. 0 Zeitlimit, 0-0. Das war meine letzte Chance. Genial. Ich hab gar nicht auf der Zeit geachtet. Aber wir haben Glück gehabt. So, kommen wir jetzt zu Nelly. Da oben steht sie. Dort ist sie. Marc, von hier an solltest du allein weitergehen. Wir warten auf dich. Oh, wie romantisch. Nelly. Hey, komm schon. Du solltest nicht hier in aller Einsamkeit Tränen vergießen. Das waren keine Tränen. Ich hatte nur was im Auge. Du kommst also genauso gern wie hierher wie ich, wenn dich etwas bedrückt. Das war schon der Lieblingsort meines Großvaters. Mein Vater. Ja? Was mache ich nur, wenn mein Vater nicht mehr ist? Wenn mein Vater mich verlässt, bin ich ganz allein. Mach dir keine Sorgen um deinen Vater. Sicher geht es ihm bald wieder gut. Und du musst auch keine Angst davor haben, dass du irgendwann allein sein könntest. Wir sind doch deine Freunde, stimmt's? Also wirst du niemals allein sein. Marc, da fällt mir gerade ein, ich habe diese Notiz von eurem Sekretär erhalten. Nelly las sich die Notiz durch. Alle Beweise? Was könnte das bedeuten? Du weißt es nicht, aber er meinte doch, dass er dir bereits alles gegeben hat, oder? Wenn ich genauer darüber nachdenke... Vor 2 oder 3 Tagen hat mir mein Vater einige Dokumente gegeben. Er sagte mir nicht, worum es sich handelt, aber ich sollte auf sie aufpassen, falls ihm was passiert. Die müssen es sein. Es stimmt. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Marc. Gehen wir sofort los. Was? Anordnungen zu geben klingt schon mehr nach Nelly, die ich kenne. Was? Wie gemein. Beeilung, oder ich lasse dich hier zurück. Und wir müssen wieder zurück. Ah, ein Hin- und Her-Spielchen. Es muss aber so sein. Ja. Zack. Und hoffen, dass wir jetzt gut durchkommen.
Wieso komme ich da nicht durch? Da ist so viel Platz, so eine große Lücke. Und wir bauen uns einfach mal unsichtbare Wand dorthin. Nein. Wie lang? Nein! Lass mich in Ruhe. Egal. Ich will nicht spielen. Ich habe gerade keine Lust dazu. Wir müssen ins Nellys Büro gehen. So. Ah, komm. Hoch. Aber das Problem ist, wie es hier weitergeht. Ja, es ist gerade doof, gerade vor euch. Aber wie es weitergeht, werdet ihr leider... Nelly, drückst du jetzt uns? Ja. Werdet ihr leider in der nächsten Aufnahme erwarten. Also bleibt gespannt, wenn ihr wissen wollt, was diese Dokumente beinhalten. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir eine positive Bewertung da lassen. Das war's mit Inazuma 11. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann.